Na, ihr da draußen wieder? Willkommen hier zurück bei Anno 2205. Wir haben. Transferroute ineffizient. Natürlich Ursache, ist die Transferroute ineffizient. Weshalb natürlich die Vitamindrinks. Never ending story hier. Wir haben das letzte Mal uns eigentlich nur darum gekümmert, dass unsere Bevölkerung mal ein bisschen wächst. Haben im Rahmen dessen allerdings ein bisschen die Ressourcen aus dem Auge verloren. Wie man hier jetzt ein wenig unschwer erkennen kann, werden wir uns jetzt mal wieder ein bisschen drum kümmern. Wir werden uns auch auf dem Mond mal wieder ein bisschen umschauen, dass wir da ein bisschen die Bevölkerung und Produktion vorantreiben. Ganz einfach, weil uns hier unten auch, glaube ich, ein Stück weit. Und die Ressourcen haben wir eigentlich. Ja, gut, ein bisschen hier von der bionischen Erweiterung. Aber ansonsten kommen wir damit ja eigentlich soweit so gut zurecht. Jetzt machen wir erstmal die Vitamindrinks wieder. Das altbekannte. Wow, nicht ganz so nah, Meister. Das heißt für uns wieder ein bisschen Obst anbauen. Passt das dahin? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Komm, lass das passen. Lass mich hier. Nein, natürlich passt das nicht. Dann wirst du aber auch verschoben. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich bin ja dran, Meister. Ich bin ja dran. So. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Und dementsprechend jetzt die Vitamindrinks herstellen können. Die können wir aber ganz getrost hier unten, glaube ich, hinsetzen. So, jetzt sind wir da wieder stark im Plus. Damit wieder stark im Minus. Das interessiert uns aber nicht, solange die Vitamindrinks im Plus sind. Und jetzt fehlt uns noch die Rohkost. Wie machen wir das hier oben denn am dümmsten? Ich glaube, wir ziehen hier am besten mal eine Querstraße rein. So. Ja, jetzt einfach mal ganz grob hier. Damit wir hier oben einen neuen Bauernhof anbauen können. Sehr schön, perfekt da oben in die Ecke gesetzt. Ah ja, das langt uns dann auch schon. Dann wollen wir noch ein bisschen Wein anbauen. Mal schauen, dass wir uns da oben den Bauernhof nicht zu sehr zubauen. Ah ja, wunderbar. Schon reicht das ja schon fast hier. Perfekt. Machen wir noch davon was. Zap, zap. Wunderbar. Mehr wollen wir doch gar nicht. Da sind wir im Plus. Was fehlt uns hier noch? Replikatoren. Kenne ich bisher eigentlich nur aus Stargate. Aber nun gut. Sorgen Sie dafür, so, dass alles, das wollten was wir uns auf dieser mal beanspruchen. Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Natürlich sorgen wir dafür. Was ist denn hier? Halten Sie den Produktionsüberschuss von Titan von 30? Ach ja. Da war ja was. Hier können wir blöderweise kein Titan anbauen. Hier oben müssten wir es anbauen können. Ah, habe ich recht oder habe ich recht? Ach nee, Titan war hier ja gar nicht, gell? Nee. Titan war hier gar nicht. Wo hatten wir denn das Titankram, Mist, Geschirr? Auf dem Mond, selbstverständlich. Aber das ist ja kein Problem. Da wollten wir sowieso mal vorbeischauen. Da unten haben wir jetzt erstmal wieder so weit mehr oder weniger alles im grünen Bereich. Jetzt schauen wir nochmal auf dem Mond vorbei. Und gucken mal, was da so abgeht. Falls ihr euch wundert, warum wir diesmal was für eine auf einmal plötzlich ein bisschen mehr Kohle haben, mehr macht. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe nämlich nach der letzten Aufnahme. Was macht man aus dieser alten Ruine? What? Ich habe eine Idee. Aber denk dran, keine Geld-Zurück-Garantie. Und du wirst viel reinstecken müssen, damit was rausspringt. Ja, das dachte ich mir schon. Wie das halt immer so ist. Man muss von der Couch aufstehen, um auf der Couch sitzen bleiben zu können. Immer dieser Zoom, irgendwie spinnt der immer. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber naja. Du hast auf jeden Fall Wareneinfuhr fehlt. Was brauchst du denn? Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Unser Fusionsreaktor braucht Helium und Ethereum. Das Problem kann ich als erledigt betrachten. War Helium schon im Anbau? Das sieht mir fast nicht so ganz danach aus. Dann wollen wir uns noch mal darum kümmern, dass wir es im Anbau kriegen. Oder? Doch, das sieht ja doch nach Helium aus. Ne, das ist eine Solaranlage.
Ja, zurück zu dem, was ich gerade noch sagen wollte. Ich habe nämlich gerade in der letzten Aufnahme kommt die Aufnahme gestoppt und bin in die Videobearbeitung gegangen und das Programm lief blöderweise noch die ganze Zeit im Hintergrund und naja, dumm gelaufen. Was anderes fällt dann dazu nicht großartig ein. So, jetzt brauchen wir dich noch. Transferroute ineffizient. Transferroute ineffizient. Fehlende Waren. Kannst mich langsam muscheln mit deiner Transferroute, Meister. So, jetzt brauchen wir hier erstmal natürlich wieder ein paar Arbeitskräfte. Natürlich fehlt uns das alles hier. Energie haben wir allerdings ein bisschen was. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die Titanproduktion ein bisschen ankurbeln können. So, das bauen wir jetzt erstmal dahin und lassen die erstmal auch da stehen. Wir haben immer noch Zeit. Finden Sie Kisten im beliebigen Karton, das kriegen wir hin. Würden Sie mir beladen den Fahrzeug mit 30 Verjüngungspuren. Auch das kriegen wir irgendwie hin. Dafür brauchen wir erstmal unser Fahrzeug. Verstanden. Und lassen das beladen. Und jetzt suchen wir mal Kisten. Guck mal, hier, da haben wir doch schon welche. Da haben wir die nächsten. Sehr schön. Mission geschafft. Das ging einfach. Was macht man aus dieser alten Ruine? Du willst was machen. Du hast sicher von der ersten Welle im Jahr 2102 gehört. Dutzende Firmen sind ins All vorgestoßen, um sich ein Stück vom Mond zu sichern. Klingt bekannt, oder? Einige dieser lunaren Unternehmer hatten eine Vision. Eine große Freizeitanlage für die Reichsten der Superreichen. Eine Weltfinanzkrise später und wir haben eine hässliche Bauruine mitten im Grau. Oder doch den Bauplatz für einen angesagten Hotelkomplex. Sag du es mir. Ich bin nur der Vermittler. Die Gewinne gehören dir, wenn du mich meinen Kram machen lässt. Wie klingt das? Oh, hört sich doch nach einem vernünftigen Deal an. Das heißt, wir müssen jetzt was tun. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 20 und natürlich. Sonst noch Wünsche, Uschi. Wie waren Sie bei allem noch im Zeitplan? Wo habe ich denn jetzt mein Fahrzeug? Ach, da oben steht's. Container beladen. Und dann einmal hier runterfahren. Danach sind die Diamanten dran. In der Zwischenzeit machen wir hier schon mal die Straßenanbindungen und die Schilder und den ganzen Mistkram. So. So. Und, was brauchst du dir denn für Mist zusammen? So passt das doch schon eher. So, wir kriegen aber auch nur kleine Schilder dahingesetzt. Sie haben so ein Händchen für neue Technologien. Und da brauchen wir noch... Ibarra Foxconn, ein großer Name ach, in der Ernst? Roboter- und du bist ja gar nicht dran gesetzt wegen der... Und jetzt kennt man dort auch paar Zentimeter Straße da? Transferroute ineffizient. Ja, Ursache, fehlende Waren. So, jetzt gucken wir, ob wir die 20 Diamanten da haben. Und wollen mal schauen, dass wir die Titanlieferung da noch da unten hinkriegen irgendwie. Mond von da nach da. Die vollen 19. Neue Transferroute aktiv. Das ist also ein bisschen was fehlt uns noch. Ja, einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Ja, kommt ja noch, Meister. Erstmal wollen wir jetzt hier Produktionen ankurbeln. Hey, so, und haben dann Sie einen Job für mich? Hör mal, bei mir gibt es für alle Jobs. So. Nein, das passt nicht. Das ist ein einfaches Leben. Sollte, wenn dann auch schon ganz Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Es verschlechtert die Produktivität. Red da nicht so ein Unsinn. Fly me to the moon. Jederzeit. So, können wir euch hier oben aufwerten und euch aufwerten. Hier unten seid ihr immer noch mit am besten versorgt. Von daher. Gut. Sollte Sie das so dieses passen. Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Ja, aber selbst neue natürlich. Baupläne verfügbar. Hast du dich jetzt schon beladen? Nee, noch nicht. Kein Wunder, wenn die Diamanten fehlen, wa? Die Frage ist, können wir denn da unten überhaupt Diamanten entbehren?
Mhm. Haben wir schon eine Diamantenroute? Vielleicht sollte ich das gerade erstmal schauen. Aber das sieht mir nicht danach aus. Nee, die gehen alle da oben hin. Darauf, dass du sie veränderst. Aber das ist kein Problem. Wir haben glücklicherweise noch ein bisschen Überschuss. Von daher sollte das hinhauen. Ach, Blödsinn. Komm hier. Machen wir einfach mal die genauen 20. Ey. Schreibst du da hin? So. Transferroute registriert. Dauert zwar jetzt ein paar Minütchen, bis der Kram hier oben angekommen ist, aber das sollte soweit kein Problem darstellen. Wir haben hier oben sowieso noch das eine oder andere dazu noch zu tun. Zum wir Beispiel haben getan, was andere wir konnten. Komische. Jetzt geben wir es weiter. In einem der Foren, die ich lese, ist mir was ins Auge gesprungen und ich dachte, das könnte was für dich sein. Verteilen Sie Fahrzeuge am Mondtransporter. 4 Stück. Nö, da habe ich jetzt gerade nicht so wirklich Böcke zu, Uschi. Da wollte ich hin. So, mal schauen, was brauchen wir denn? Oh, wir brauchen noch ein paar Einwohnerchen, um hier das nächste, die nächsten Gebäude freischalten zu können. Du arbeitest auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr schön. Ja, stellst du mir den Moment her? Stellst du Energie her? Sieht danach aus, wa? Könnte man ja fast meinen. Oh ja, und das gar nicht so knapp. Sehr schön. Was aber heißt, dass wir das ein oder andere Solarkraftwerk witzigerweise abbauen können. So. Nein, du bist kein Solarkraftwerk. Ihr seid auch kein Solar? Oder seid ihr Solar? Nein, ihr seht nicht nach Solar aus. Hier haben wir noch Solar. Euch können wir auch noch wegkauen. So. Wunderbar. Das hilft uns nämlich ein bisschen bei unserer Finanzverwaltung da oben. Die ist nämlich jetzt gerade wieder ein bisschen stark gesunken. Aber hey, was soll der Geiz? Man lebt ja schließlich nur einmal. Okay, aber das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen um ein paar mehr Bewohnerchen kümmern. Wird ja schließlich glatt gemacht, haben wir ja für uns überhaupt gar kein Problem. So. Es fehlt wahrscheinlich jetzt wieder hier ein bisschen an Technikraum und so. Ne? Kann ich hier nicht irgendwo hinsetzen? Okay, dann machst du mal da. Da oben konnten wir noch was aufwerten. So. Euch zwei noch. Filmquote nicht erfüllt. Du gehst mal und sagst deine Filmquote. Weißt du das eigentlich? Genau, davon braucht man auch noch ein paar mehr. Oder wie sieht es mit der Lieferung aus? Haben wir da noch ein bisschen was frei vielleicht? Nee, da sind wir schon minus. Das heißt also, die Produktion sollten wir noch etwas ankurbeln. Bekommt er denn überhaupt von allem genug? Das ist doch gerade mal die Frage. Da sind wir ziemlich genau auf Nullen. Ausbauen lässt er sich auch nicht mehr. Ergo. Wir brauchen davon einen. Da haben wir jetzt Glück, haben wir gerade den Platz hier frei gemacht. Welch Zufall, welch Zufall. Und bauen wir davon einfach dann die nächste Fabrik. Hier kommt noch ein Schild hin, damit wir auch schön weiterbauen können. So. Jawohl, ja. So, da sind wir immer noch bei beiden jetzt im Plus. Wunderbar, dann können wir gerade mal kurz noch die Route überarbeiten. Und dann sollte das alles wieder ein bisschen passen. Ja, komm, hier machen wir jetzt einfach mal eine 16 draus. Transferroute wird überarbeitet. Sehr schön. Ja, so wollen wir das haben. Parameter werden erneuert. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Und jetzt wollen wir die hier noch ausbauen. So, jetzt sind wir da ein bisschen bei 40. Das sollte auch reichen. Da können wir jetzt da entsprechend die Route einrichten für. Damit wir da unten auch unsere Aufgabe erfüllt bekommen. Was, nein, so viel muss das ja nicht immer sein. Na, lassen wir das einfach mal da oben. Brauchen wir es? Ne, nee, 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 nee. 35, 30 brauchen wir. Da haben wir noch einen kleinen Puffer zumindest.
Transferroute nimmt Betrieb auf. So. So mag Papa das doch gerne hier. Ja, ey, guck mal, den können wir sogar noch erweitern, unseren Fusionsreaktor. Sollten wir das vielleicht tun? Können wir damit noch ein bisschen was an Energie einsparen? Ja, sind hier die einzigen, waren die einzigen Solarkraftwerke, die hier stehen haben, gell? So wie das aussieht. Könnte man was meinen. So, kannst du hier mittlerweile Diamanten? Jawohl, die kannst du aufnehmen. Klasse. Und dann ab zu der Uschi. So, was fehlt uns hier noch? Intelliware. Haben wir davon Produktionsüberschuss da unten? Da. Oh, nein. Nicht mal so ein bisschen. Ah, dann machen wir es doch einfach so. Das ist allerdings Lizenz zu viel, Meister. Wir brauchen nur ungefähr so viel. Und selbst das ist schon zu viel. Dann machen wir noch weniger. Die Scheiße kostet schließlich einiges. So sollte das ja auch schon passen. Die Waren sind unterwegs. Das freut mich. Bauoptionen erweitert. Dein Name steht überall im Netz. In einem der Foren, die ich lese, ist mir was ins Auge gesprungen und ich dachte, okay, das könnte was für dich sein. Was kannst du mir für mich tun? Produziere pro Minute Schwerkraftkompensatoren. Oh, für irgendwas werden wir so früh oder später brauchen, wa? Und zwar einfach mal hier hinten mit ins Schild rein oder so. Machen wir dahin. Was auch immer du so tust. Ah, verstehe. Wo war denn? Wo war das denn? Was fehlt dir denn? Du brauchst Gornout. Wollen wir dich mal ausbauen? Produzierst du dann wieder mehr? Nö. Warum nicht? Ach, weil du... natürlich. Weil du das hier produzierst. Und dafür brauchen wir mehr Karotten. Deswegen. Ah, das habe ich da unten natürlich auch wieder sehr günstig platziert, muss ich ja zugeben. So. So sollte das passen. Alles ist sicher. Dann hat damit auch genügend versorgt. Ihr wollt noch Druiden und Gesundheit. Ja. Dann grad mal schauen, von welcher besitzen wir denn schon was? Von dem besitzen wir was, gell? Von dem hier noch gar nichts. Naja, ihr seht, mir sind auch ein paar Firmenanteile blöderweise flöten gegangen, als das Spiel im Hintergrund lief. Das ging nämlich blöderweise eine ganze Weile lang so. Hatte ich schon bessere Ideen, gebe ich zu. Ich will nicht für einen Shuttle-Unfall war nicht so das sein, Günstigste, was ich getan habe. Aber ist zum Glück nichts allzu Schlimmes passiert. Von daher ist mir das gerade eigentlich vorerst mal ziemlich bums. Das wird uns von Nutzen sein. Mond-Expeditions-Rover. Inaktiv. Nein, nein, du bleibst mal schön aktiv. Wir sind unterwegs. Hast du das jetzt? Oh, sind jetzt meine... Ach nee, zieh mal eine an. Die nächste Mission ist ja schon in Kraft. Sehr schön. Wieso bist du zum Fahrzeug springen? Du sollst aber aktiv sein. Verstanden. Ah, okay, verstehe, verstehe. Gecheckt, gecheckt. Haben wir dich jetzt gebaut? Wollten wir hier oben hinbauen. Ja, dich haben wir gebaut. Sehr schön. Ein bisschen was produzierst du auch. Jawohl. Wozu auch immer das gut ist, das habe ich gerade noch nicht so ganz herausgefunden. So, aber dann machen wir hier oben mal wieder Feierabend. Da die Kiste nehmen wir uns noch mit. Ne? Hörst du wohl? Na, so. Mensch. So, jetzt haben wir nämlich erstmal auch wieder
alles andere vom Mond aus gut versorgt. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Jagen wir unsere Bevölkerung doch nochmal ein bisschen weit in die Höhe, würde ich sagen. Uppala. Sorry, das war das Kabel vom Mikrofon, wo ich gerade dran gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Wenn ja, tut's mir leid. Wenn nicht, ignoriert mein Geschwafel. So. Ha, trautes Heim, Glück allein. Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. So, jetzt wollen wir nämlich hier wieder unser Netz etwas erweitern. Lass das jetzt. Nein, das ist natürlich komplett falsch gebaut hier wieder. Aber das macht nichts. Dann kommt hier mal wieder eine einzelne Häuserreihe hin. So. Achtung! Unterversorgung so. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So. Geil, guck mal hier. Jetzt können wir hier so ein richtig schönes, tolles Straßennetz reinsetzen. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis auch immer das gut an sein soll. Gütern. Aber. Warum nicht? Das ist doch eigentlich eine viel bessere Frage. Und aufwerten können wir jetzt wieder einiges dadurch. Das freut uns sehr. Zap, zap. Jetzt halten wir hier gleich wieder was. Angestellte unzufrieden. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse hier ernst genommen werden. Ihr und eure Neuroimplantate. Ja, verstehe. Und ihr habt auch das Bedürfnis nach den Schwerkraftkompensatoren. Gerade gesehen. Heißt also noch mehr Routen. Das kostet doch alles Kohle, Leute. Immer diese Gierschlunde hier. Minus 15, nee, ist klar. Das heißt also, wir haben auf dem Mond doch noch so ein bisschen was zu tun. Da müssen wir. Ach nee, halt. Müssen wir da reinschauen? Haben wir da vielleicht ein bisschen Überschussplanung von? Selbstverständlich nicht. Gut, nee, aber dann schauen wir da mal rein. Ja, ja, lass mal gut sein. Wir kümmern uns mal um unsere Neuroimplantate. Die hier zwar schon ziemlich fett produziert werden, aber das scheint nach wie vor noch immer zu wenig zu sein. Wie es aussieht, werde ich eine neue Fabrik bauen müssen oder ich setze die eine komplett um. Ach komm, ich setze die eine einfach komplett um. Ist ja schön. Ach nee, aha. Die gibt denen ja das den Wärmebereich. Du bleibst mal besser da stehen. Bevor ich mir hier jetzt wieder irgendwas vermurkse. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute ineffizient. Ursache? Blöderweise etwas zu wenig Energie. Aber hat man die andere Insel nicht eingenommen? Ja, wie geil, wir haben die andere Insel eingenommen. Nein, aber nicht. Scheiße! Bötchen, komm mal mit. Okay, das betrifft uns nicht mehr. Dahin. Im Gange. Ja, ja, Energie, ich weiß, ich weiß. Warnung, Energieknappheit. Ach nee, Sekunde. Wasserbauplätze brauchen wir gar nicht, wir brauchen ja Bergbauplätze für unsere Energie hier. Sehr vorausschauend. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen. Depp, ich brauche wieder noch, wir haben noch hier unsere Kernfusion. Bumm, reicht auch schon. LKWs brauchen wir. Mann, ihr kostet mich hier echt eine Menge mit der Logistik-Scheiß. Aber trotzdem gar nicht so verkehrt, dass wir da hinten das Gebiet eingenommen haben. Denn dank der Tatsache fehlt uns davon nämlich jetzt ein bisschen was. Zack. Und schon sind wir da wieder im Plus. Wunderbar. So, was brauchen unsere Neuroimplantate denn nochmal für die Herstellung? Seht und staunet, wir brauchen Molybdän, den komischen Geschisskram da. Bauen wir am besten hier Opa an. Straßenverbindung, ey. So. Jetzt kannst du mir auch was herstellen. Transferroute ineffizient. Ursache, fehlende Waren. So, machen wir da noch Erweiterung hin. Superlegierungsroute. Och, und so wenig Arbeiter. Och nein, jetzt geht das hier schon wieder los. Komm, hier reicht ein oder ein Häuschen nicht einfach. Plupp. Wunderbar. Es ist reicht. So still hier. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ja.
Nein, nein, nicht gleich. Welche Transferroute leidet denn unter inadäquater Warenversorgung? Hey. Wollte ich doch gar nicht. Heute denn? Ist das soweit alles okay? Sehr kurios. So, was haben wir denn hier für einen Auftrag momentan? 30 Biopolymere. Lasst mich raten, sie sind noch nicht hierher geliefert, weil ich sie bisher hier noch nicht gebraucht habe. Das wäre jetzt wieder so der Klassiker. Komm, versuch dich zu beladen. Selbstverständlich haben wir sie hier oben nicht. Menschenskinos. Ihr schafft mich. Ja, also wir brauchen hier oben aber nicht hier liefern lassen. Hier machen wir mal genauso wie da unten. Transferroute nimmt Betrieb. Halt! Auf. Halt, halt! Warum haben wir denn unsere. Mensch, soll ich denn nicht automatisch rauswischen? Wir haben die Routen angezeigt bekommen. Aber wir können auch einfach eine neue Route machen. Ist ja Bums. So. Das sollte erstmal ausreichen. Neue Transferroute aktiv. Jetzt müssen wir die Schwerkraftkondensatoren, genau. Da wollten wir ja nochmal kurz hinschauen. Das bringen wir noch gerade auf den grünen Zweig. Gucken, was hier das Projekt da oben auf dem Mond für uns noch bereithält. Und dann machen wir erstmal wieder Feierabend. Zeit verfliegt. Ja, hier Menschenskines. Ja. Deine Arbeit das ist halt hat so, einige nee, interessante Bewegungen verursacht. Danke. Kein Thema. Ich habe da was im Netz gefunden, das dich interessieren dürfte. Das freut mich für dich. 50 Titanplatten. Ach, Uschi. Hast du denn sonst keine Probleme? Volle Kraft voraus. Dann können wir hier, dann können wir da jetzt erstmal ein Stück weiter ausbauen. Wird ausgeführt. So, jede Menge Kisten zum Mensch. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wenig Androiden. Oh. Ist das halt, da müsst ihr halt mal selbst was schaffen. Ja klar, sicher, der Anbau ist größer als der komplette Rest. Ist klar, Leute. Die Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So, dann müssen wir euch halt ein bisschen ausbauen hier. Ja, ich weiß, dass euch da der Strahlenschutz fehlt. Das ist viel besser. Was ist denn da gerade bitte mit meiner Energie passiert? Habt ihr gekifft? Ah ja. Transferroute ineffizient. Was? Ursache? Fehlende Waren. Ach, ihr braucht ja... Ah, jetzt geht das schon wieder los. Okay. Ihr braucht... Was braucht ihr denn? Der Fusionsreaktor braucht Fusionsenergiezellen. Die werden abgebaut oder hergestellt hier. Wirst du hier hergestellt, oder? Ja, hier werde ich Warnung. Hergestellt. Energienetz überladen. Ich glaube, wir sind alle so, froh, dass diese Angelegenheit vom Tisch daraus ist. Hergestellt. Dich habe ich einmal da. Du bist allerdings schon voll ausgebaut. Oh, warte. Das kann jetzt erstmal wieder witzig werden hier. Okay, pass auf, ihr kommt jetzt erstmal vom Netz. Zap, zap. Kurz ans Netz los. Und jetzt können wir uns um die Dinger hier kümmern. Gleich nachdem wir genug Titanplatten wieder gesammelt haben. Hast du hier oben, hast du denn schon einkassiert? Nein, hast du noch nicht. Das lassen wir da gerade auch erstmal. Eieiei, da will man nur mal kurz und dann kommt hier sowas bei rum. Bereit zur Weiterentwicklung. Das freut mich gerade tierisch für den Raumhafen. Wir haben aber gerade eher etwas andere Sorgen. Hey. Keine Verkehrsanbindung? Natürlich. Du hast auch eine Anbindung. Ach, weil das hier hinten... Mensch. Wieso ist hier? Menü. So. Wir brauchen hier aber noch LKWs.
So, mal schauen, was passiert. Transferroute ineffizient. Den wieder ins Netz. Ursache: nehmen. Fehlende Waren. Ha, läuft. Monumentbau fehlt euch. Was für ein Monumentbau? Ach so. Ah, verstehe. Okay. Oh ja. Gecheckt. Erst führt die Global Union die Erde so, an den Rand des totalen Blackouts. Dann drängen sie die Mondbevölkerung zu einer Lösung. Und jetzt wollen sie uns die Früchte unserer Arbeit stehlen. Bringst du mal aber das lassen da wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Das ist das Einzige, was Schwerbubsche. So. Jetzt müsste ja rein theoretisch hiervon, genau, passt zwar noch nicht so 100 pro, aber müsste wohl. So. Transferroute wird überarbeitet. Ja, minus 3, damit können wir jetzt halt das erste Mal leben. Einfluss erreicht neue Stufe. Hey, halt, stopp. Wieder zurück da hoch, komm her. Hoppala. So, jetzt gucken wir da nochmal kurz rein. Denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das durch unseren Ausbau von den Einwohnern gerade da ein bisschen was drunter gelitten hat. Einwandfrei. Mal sehen, wie du dich bei der nächsten Geschichte anstellst. Ja, Bio kostet ein bisschen, Vitamindrinks sind wir noch im Plus. Mit den Androiden können wir noch mal kurz schauen, dass wir die wieder auf den grünen Zweig kriegen. Du bist hier oben hergestellt und du brauchst Sinnzellen und Neuralschaltkreise. Ach, die Neuralschaltkreise. Sinnzellen, Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Da sind wir im Plus. Ja, dann. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Neue Erfolgsebene erreicht. Die Schaltkreise brauchen Bioharz und Silizium. Bioharz sind wir im Plus. Silizium. Wird das hier unten gar nicht abgebaut? Hatten wir das Thema schon mal? Da klar wird das Silizium unten abgebaut. Bin ich ja gerade blind? Ach, da sind wir. Ach, sind wir auch noch im Plus. Das heißt also, dass wir hier auch noch ein bisschen was anbauen können, problemlos. So. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Das freut mich für uns. Ist nur blöderweise nicht immer so günstig für uns. So, was hat uns denn jetzt ins Rote getrieben? Mal schauen. Achso, die Energie. Oh, die Energie. Komm. So, jetzt können wir nämlich mehr Androiden. Haben wir dafür schon mal eine Kette irgendwo? Ja, ich weiß, das ist ja alles ein bisschen durcheinander, gerade auch mit der Titanlieferung. Aber ja. Das ist halt jetzt nun mal so. Gut, sieht nicht so aus, als ob wir dafür schon eine Route hätten. Also kommt da einfach eine dahergeflogen. So. Transferroute registriert. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, haben wir ja tatsächlich so gut wie alles im Plus hier jetzt, wa? Das ist ja ziemlich geil. Aber ihr werdet noch ausgebaut. Hier werden noch ausgebaut. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Jojo, nerv mich nicht mit deiner inadäquaten Warenversorgung. So. Nice. Schau mal, wie viel brauchen wir denn noch? So viel sind das nicht mehr. So, und ansonsten können wir nämlich eigentlich schon so ziemlich alles bauen, außer das Stadion hier noch, aber das dürfte sich jetzt mit der nächsten Folge, die wir haben, oder die wir machen, dürfte sich das erledigt haben. Ich baue jetzt hier oben nämlich nochmal. Ja, ich bin gerade etwas baugütig. Na komm, wir machen erstmal die Straße da hoch. So, du bist angebunden, jawohl. Und du dann dahin.
Zap. Und zap. Und zap. Oh, geil, ey, wie das hier alles so genial passt. Ha. Bin ich Bombe oder bin ich Bombe? Ich werde jetzt gleich allerdings schon wieder fluchen, wenn ich das da sehe. Wenn ich das hier sehe. Grrr. Aber die Leute schreien schon wieder nach Informationas. Sollt ihr bekommen, sollt ihr bekommen. So. Das kann man jetzt alles brav erweitern. Ursache: fehlende Waren. So. So. Neue Erfolgsebene erreicht. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So. Jetzt kümmern wir uns da oben noch ein bisschen um die Sicherheit, bevor die alle anfangen zu kreischen. So, machen wir da hin und hier hin, damit das auch alles schön ein bisschen verteilt ist. Energie brauchen wir. Aber das macht. Jetzt wusste ich doch, irgendwo hat man noch ein Gebiet beansprucht gehabt. Dann nehmen wir doch direkt mal das hier. So. Und eine kleine Straßenanbindung und gutes. So. Ja, wieso? Filmquote nicht erfüllt. Angestellte sind unzufrieden. Natürlich. Die wollen noch mehr IntelliWare. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. So. Ist er ein bisschen gesunken? Naja, selbstverständlich, wenn die hier ein bisschen unzufrieden sind. Aber alles in einer haben sie alles, außer die IntelliWare, die fehlt ein bisschen. Ja, ich weiß, ich habe gerade eben gesagt, wir hören gleich auf, aber jetzt bin ich hier gerade so gut in Fahrt. Das müssen wir mal nutzen. Was brauchen wir denn? Flachsfasern und Mikrochips. Flachsfasern und Mikrochips. Flachsfasern sind wir im Minus. Das ist schon mal nicht so schön. Mikrochips sind wir ein bisschen im Plus. Wollen wir die Fasern mal anbauen? Ach, sieh mal an. Da haben wir doch sogar noch eine Station. So, sogar noch welche, wo wir noch Module dran klatschen können. Oh ja, ich merke schon, die Produktion steigt mächtig an. Ach halt, kann ich ja, wenn ich dich da hochsetze, dann kann ich, in der Theorie, dann noch eins hinsetzen. Ha, schade, das passt natürlich jetzt nicht mehr, aber gut. Und dann, wo wird denn unsere IntelliWare hergestellt? Und wird hergestellt. Die bist schon voll ausgebaut, du bist schon voll ausgebaut. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich bin ja dran, Digga. Ich bin ja dran. Achso, dein Problem ist nicht mal die IntelliWare. Sondern natürlich, wer hätte es gedacht, unsere Rohkost. So, dann kümmern wir uns da um auch gerade direkt noch. Da haben wir es. Hey. Oha. Da fehlt aber eine Menge Rohkost. Uiuiui, da müssen wir aber noch die eine oder andere Farm bauen. Machen wir jetzt so rum. Dass wir hier wieder einmal in die Straße reinziehen. Dann können wir hier oben nämlich weiter drin rumbasteln. Mensch, was eine Farm hier oben. Sehr schön. So, da doch auch wieder ein Plus. Na? Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch ein bisschen Rotwein und ein bisschen Fleisch. Und dann läuft der ganze Geschiss hier wieder. Ne? Oh, im Ernst jetzt? Komm mal hier. Dann versetzen wir dich aber ein Stück weit. Bauoptionen erweitert. Ja. Okay, dann machen wir das anders. So. Ja, ich weiß. So. Dann kriegst du jetzt gerade erstmal hier deine Erweiterung hin. Dann weiß ich auch, wo ich mit dir hier weiterbauen kann.
Stuppdiwuppdi, da sind wir im Plus. Dann noch ein bisschen mehr Rotwein. Ah ne, halt. Setzen wir mal hier drüber hin, weil ich müssen wir jetzt auch noch wieder erweitern hier. So, so. Zap, zap. Und wie sieht's aus? Ha, nice. Mikrochips haben wir 1 im Minus. Stört uns das jetzt noch? Ja komm, wenn wir jetzt gerade dran sind, dann machen wir jetzt noch die Mikrochips und dann machen wir mal Feierabend. So, die Mikrochips brauchen nur Silizium. Silizium bin ich eh etwas im Plus noch. Ja. Hoffe ich mal, dass sie nicht allzu viel brauchen. Ich pflanze ich jetzt einfach nochmal da oben mit hin. So reicht das ja schon. Silizium ist immer noch im Plus. Perfekt. Manchmal fühle ich mich ja selbst ziemlich genial. Transfer. Okay. Zack, 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 Transfer. Zack, zack. Die Firmenaktien steigen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Mehr Informationen, das brauchen wir, hä? Wo wird denn hier wegen Informationen gemeckert? Heißt das der nicht, irgendwo hinsetzen? Komm, wir bieten einfach mal mit. Was soll der Geiz? Ach, ist das schön, wenn man gerade mal so richtig coolen Fahrt ist. Aber wie die Dinge stehen, tut mir leid. Nö, ist meins. So, ich will das jetzt haben. Nö. Nö, nö, nö. Oh, Wasser, wir brauchen Wasser. Murphys Gesetz. So, wunderbar, gehört mir. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. So. Da machen wir noch was und da machen wir noch was. Sehr schön. Huiuiui. Gut. Dann machen wir doch Feierabend. Ach du Scheiße, sind wir echt lang unterwegs. Gut, dafür war die Minecraft-Folge das letzte Mal etwas kürzer. Nach bestimmten Verbrauchsgütern. Nee, Androiden. Ich hau dir gleich die Kartoffel vom Kopf. Ja, dafür war die Minecraft-Folge etwas kürzer. Dafür waren wir jetzt hier etwas länger unterwegs mit Minecraft. Muss ich mir noch ein bisschen was überlegen, wie das in Zukunft weitergeht. Was heißt hier, dass in Zukunft weitergeht? Ihr wisst, was ich meine. Wegen dem Ars Magica und sowas, was wir da halt angefangen hatten, ne? Habe ich mir jetzt noch kein genaues Konzept überlegt. Irgendwas fällt mir da aber ganz sicher noch ein. Von daher schauen wir einfach mal. Hier sind wir auf jeden Fall auf einem steilen Weg nach oben. Wie wir sehen, hat sich da einiges getan. Warnung. Unerfülltes Warum Bedürfnis uns unsere Leute stöten? Verbrauchsgüter. Vermutlich deswegen, ja? Natürlich deswegen, ja. Sacknasen, ja. Ihr Sacknasen. Gut. Ich sage auf jeden Fall erst einmal wieder natürlich herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid wieder. Wie gesagt, wie ihr seht, geht es hier langsam sicher ganz schön steil voran. Und wir nähern uns so ganz, ganz langsam, aber sicher dem Ende unseres Anno-Zeitalters. Ich rede schon wieder ziemlichen Unsinn. Nee, ich hatte ja gesagt, ich mache das so weit, bis wir unser Hauptgebäude bauen können, genau. Das können wir mit 150.000 Einwohnern. Da sind wir fast angelangt. Ich versuche es in der Zwischenzeit vielleicht nochmal hinzukriegen. Ursache: fehlende Waren. Was? Kingaid-Brot. Protektorat? Was willst du von mir? Du bist... Achso, du bist das da. Guck mal hier, da brauchen wir doch 7 weniger. Machen wir mal auf 9 runter. So. Nee, das war dann auch, wenn, wie gesagt, versucht irgendwie hinzukriegen, dass wir in der nächsten oder übernächsten Folge oder sowas mal eine Firma übernehmen können, damit wir das auch mal gesehen haben.
Vielleicht auch hier mit der Firmenspionage oder sowas, das weiß ich noch nicht so ganz. Das schauen wir mal. Das habe ich hier, wie gesagt, selber noch nicht genutzt. Von daher könnte das noch ganz lustig werden. Aber dass wir das auch mal gesehen haben. Ansonsten alles andere, was sie sonst bisher noch nicht gemacht haben. Ich meine, hier gibt es bestimmt noch das eine oder andere. Und vor allem geht es natürlich noch viel weiter, ganz zu schweigen davon, dass wenn man die Gebiete übernommen hat, auch noch diese dann bebauen kann, etc. pp. Das ist mir alles durchaus bewusst. Achtung, aber ein bisschen sollte ihr auch ein bisschen selbst erschnüffeln. Und dementsprechend hoffe ich, ihr seid noch bis zum Schluss wieder dabei. Ich sage erst einmal wieder vielen Dank, dass ihr hier jetzt wieder mit zugeschaut habt, dass ihr mich ausgehalten habt und mein dummes Gelaber natürlich. Und hoffe, dass ihr euch beim nächsten Mal auch mal wieder blicken lässt. Und soweit erst einmal. Bis demnächst. Tschüss.